Sheltered Folge 2 im Early Access mit Back again. Laura. Ja, hallo, genau. Laura. Nick und mir, Dennis. So sieht's aus. Wir sind immer noch im Bunker mit Familie Kaminski. Ne, Laura? Mhm. Ist deine Familie? Naja, ja. So mehr oder weniger. Warum kann ich es eigentlich nur dekonstruieren? Ich weiß es nicht. Du hast bestimmt 10 Generationen nach mir. Ja, und dann sitzt ja natürlich du. Siehst du an den Autos, ja, so sehen die ja heute nicht aus. Das ist ja viel zu modern. Ich kann jetzt eigentlich was Neues bauen. Na, neu also erstmal. Den kann ich ja zum Beispiel aufrüsten. Ne? Ja, das könntest du mal machen, aber ich würde mir einen Schutzanzug dafür anziehen. Ja. Indem ich zum Beispiel hier... Wir könnten das ja mal machen, mal Haltbarkeit mal testen. Und ja. Ja. Das heißt, ich klicke jetzt ihn an. Er will ja eh raus. Ja. Genau, er will ja eh mal raus. Aber ob er einen Strahlenanzug ansehen will? Wir könnten hier wirklich eine Dusche gebrauchen. Das ist natürlich die Frage, wie baut man denn ihnen eine Dusche? Wie baut man überhaupt neue Räumlichkeiten? Ja, das weiß ich nicht. Aber da ist doch eine Dusche. Kannst du dir eine Zeitschrift anschauen? No? Ja. Sollten wirklich eine Dusche bauen? Ja, keine Ahnung, hier ist eine Dusche. Dusch da. Weil die funktioniert nicht. So. Und jetzt, aber ich habe ihn jetzt einmal rangeklickt. Ja, er muss pinkeln. Er kann ja draußen. Da ist ein Stein. kann er hinter den Stein. So. Jetzt macht er das. Natürlich macht er jetzt das. Jetzt öffne ich ihm die Tür. Schließt die. Öffnet die. Also sie müssen... Mensch. Wenn du jetzt nach links scrollst, dann hast du da nicht irgendwie eine Dusche oder ein Klo? Nö. Nee, der Raum ist da wirklich zu Ende. Nochmal nach da. Hier ist auch kein Klo. Wo sollen die denn pinkeln gehen? Was ist denn das für ein scheiß Bunker, wo es kein Klo gibt? Jetzt mal ernsthaft. Ja. Wer baut denn sowas? Wurde doch kein Mensch gebaut. Kann man hier eine Toilette craften? Muss ja irgendeine Möglichkeit geben. Vielleicht, du hast ja zum Beispiel die Zeitschrift noch nicht angeklickt. Vielleicht stehen da ja irgendwie Baurezepte drin. Nee, das war das. Achso, das war das. Das, okay. Das Tagebuch. Ah, müssen Sender ist die Karte ansehen. Vielleicht müssen sie auf eine Expedition und dann müssen sie nicht mehr pinkeln. Dann müssen sie. Weil dann gehen sie doch pinkeln. Können sie unterwegs pinkeln. Nee, es muss ja auch eine Möglichkeit. Ach, guck mal, es geht doch noch weiter nach oben. Das ist aber Bergbank. Wahrscheinlich kannst du da was bauen. Ein Klo. Ja. Schutzraum umgestalten kannst du da zum Beispiel auch machen. Ich sehe mal an. Und jetzt fertigen wir mal ein Objekt. Das ist ja mal ganz gut zu sehen. Level 1. Bücherregal. Toilette? Spielzeugkasten, Fallstrick, Schutz. Raumzimmer, also ein neues Zimmer können wir auch zum Beispiel bauen. Ja. Das könnte vielleicht. Da haben wir noch nicht genug Beton für. Aber ich würde sowieso erstmal sagen... Ein Grab. Ein Grab. Das brauchen wir hoffentlich noch nicht. Schlafsack. Eimertoilette. Dann lass uns doch erstmal eine Eimertoilette, dann können sie wenigstens... Und daneben ist die Dusche, oder? Ja. Machen wir erstmal die Eimertoilette und die Dusche. Dann lass uns... Das ist schon Level 2 irgendwas. Eine richtige Dusche, die können wir uns aber noch nicht leisten. Eine richtige Toilette können wir auch. Dann lass uns eine richtige Toilette gleich bauen. Sehr gut. Bergbank Stufe 2 erforderlich. Also muss man die aufrüsten. Na, dann lass uns doch erstmal einen Eimer hier, dass die Leute... Also eine Eimertoilette... pinkeln können. Und ach, guck mal. Kannst du direkt hinstellen. Stell mal mit in den Raum. Also so, Bett brauchen wir auch, ne? Bett brauchen wir auch. Was für sie? Sie will trinken und schlafen. Sie wollen alles. Die sind gerade... Wollen duschen. Eine provisorische Dusche können wir bauen. Ja. Direkt daneben? Aber da geht der Hund immer rein und raus. Wollen wir das die nicht woanders hinpacken? Na, wir haben ja nicht so viel Platz. Egal. Da so? Ja. Jetzt geht's da runter, weil holt ich da hingeklickt habe. Ja, sie holt sich wieder Material wahrscheinlich. So. Ein Bett. Jetzt baut sie die Dusche und dann noch ein Bett. Du kannst eine Dusche gebrauchen. Das hast du hier ein Bett irgendwo gesehen? Na, oder Schlafsack. Fallstrick. Schlafsack unten links. Unten links ist ein Schlafsack. Kannst du da mal nehmen. Direkt neben. Ja, vielleicht eher so nach hinten irgendwie oder so. Ja. Das geht, glaube ich, nicht. Ne? Wir brauchen mehr Platz. Wir haben nicht genug Platz für alles. Dann, wo er als nächstes einen neuen Raum. Also brauchen wir einen Beton, aber Papa ist wieder zurück. Das heißt, der Luftfilter ist wieder top. Funktioniert nicht. Nee, wir brauchen einen neuen Raum. Ja, dazu brauchen wir Beton, haben wir nicht. Na gut, dann müssen wir auf Expedition gehen. Also können sie noch nicht schlafen. Nee, das war's nicht. Wie kriege ich es denn jetzt wieder weg? Na, so. Können wir das nicht einfach ein bisschen effizienter machen? Können wir es ein bisschen schöner schieben, genau. Wir können auch die Sachen... Das können wir da hinstellen. Genau, dann passt da doch vielleicht sogar ein Dings hin. Genau, das jetzt erstmal. Du musst wieder rausgehen aus dem. Nee, das mit Escape funktioniert das nicht. Aber doch, es funktioniert auch. Ah, okay. Jetzt hat nicht funktioniert. Du musst es vielleicht irgendwie bestätigen oder so. Wie ist denn der Hund die Leiter runtergekommen? Nee, der klettert immer durch den Lüftungsschacht. Ah, der geht immer in den einen rein und kommt dann unten raus. Sag ich mal, das war das Falsche. Sorry, Leute. Das ist ein cleverer Hund. Ja, ist ein toller Hammo heißt. Wir sollten mehr mit dem Hund unternehmen.
Auf jeden Fall. Und der Vater so, wartet, wie, ne? Wie kann man das jetzt bestätigen? Das kann man nicht. Enter? Nee, Leertaste? Ja, Leertaste. Leertaste! Ha! Seht ihr. Schön, dass man das so... Also nehmt mich auf jeden Fall in eure Überlebensgruppe auf bei der Apokalypse, weil ich weiß, dass Leertaste... Achso, sollte man den vielleicht mal wieder rein. Den Vater, der darf auch mal wieder reinkommen. Der ist lang genug draußen. Schwaben. Kannst du mir den Schutzanzug mal ausziehen? So, die kann ja mal duschen gehen. Ja, genau. Also es ist ein bisschen wie Sims, ne? Es dauert auch alles ein bisschen. Ja. Braucht alles ein bisschen Zeit. So, und die war doch jetzt auch müde gewesen, ne? Ja. Die Mutter kann sich erstmal hinpacken. Sie hat ja das auch gerade alles gebaut. Sie hat ja. Wir sind schon bei Tag 3? Ja. Wir haben schon lange genug überlebt. Und sie waren zwei Tage jetzt nicht auf Klo gewesen. Es tut mir. Er kann doch mal. Dann lass doch den Jungen auf Klo gehen, ey. Der muss total pissen. Der musste gerade duschen. Gerade irgendwann das. Ja, der muss ja alles, aber der muss alles. Der, die müssen lass alle doch alles. Pinkeln. Lass doch mal nacheinander auf den Eimer gehen. Ja. Toilette benutzt. Toilette ist auch ein Euphemismus, oder? Es ist ein Euphemismus. Wie lange schläft die denn jetzt? Das ist das Problem. Ich denke mal so 6 Stunden oder sowas. Also wahrscheinlich brauchst du nach und nach mehr Räume, um bessere Schlafmöglichkeiten. Wir haben nur ein Bett für 4 Personen. Ich glaube, dass der größte Teil des Spiels wirst du mit dieser Rotation verbringen, wie bei den Sims auch. Mhm. Das Toilette gehen, essen, trinken, schlafen. Ding. Oh je. Ja. Und man konnte ja offensichtlich auch Spielzeugkiste oder sowas erforschen. Das heißt, man muss wahrscheinlich auch so noch Beschäftigung und Spaß und sowas mit einbeziehen. Mhm. So, den schicken wir jetzt duschen, dann kannst du nämlich... Auf Klo? Nee, ich hab ihn sie angeklickt, oder? Was hätte der Kleine denn jetzt gerade? Ich könnte wirklich... Auswaschen. Hehe. Er darf den Eimer leeren. Macht er aber nicht. Weil er... Wasch ihn schon aus, na los. Macht er nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Und warum duscht er denn? Oder sie nicht? Kein Wasser. Kein Wasser. Oh. Ah. Wasser 0 von 30. Das ist doof. Nee, war das ein Wasser 0 von 30 oder war das nicht was anderes? Nee, da stand Wasser 0 von 30. Aber wo kommt ein neues Wasser her? Vom Regen. Regenfass, okay. Also muss es jetzt wieder regnen. Du wollt mich doch alle verarschen. Jetzt stehen wir da, haben kein Wasser. Sind müde. Müssen pinkeln. Und Mama schläft. Mama ignoriert. Der Kleine hat Hunger. Ja, lass ihn doch vielleicht mal was essen. Nee, sie. Das ist ja eine sie. Sie kann ja... Erstmal nennen sie was essen wenigstens. Ja. Nahrung haben wir erstmal. Und der Hund macht aber auch nichts anderes, als in den Luftschächten hin und her zu rennen. Wir haben für eine Dusche haben wir jetzt. Ja. Das war nicht so clever, ne? Das war so mittel. Aber ich wusste jetzt auch nicht, dass das Wasser so knapp ist. Nee, das wusste ich auch nicht. Nennen sie ja deine Lebensmittelvergiftung. Oh! Yay! Double LT! Wir haben auch nur Anti-Strahlung, ne? Das ist jetzt doof. Ja, stimmt, wir haben nur Anti-Strahlung. Das hilft auch nicht. Super, wir haben auch kein Wasser, um das wegzuwischen. Da geht gerade einiges schief, möchte ich sagen. Ja. Nein! Schick mal eine Expedition raus. Aber nicht Sharon, die schläft gerade. Genau. Die wecken wir nicht. Guck mal, der sieht doch ganz gut aus. Der muss. Der kann sich auch draußen erleichtern, ne? Ich finde auch. Also ganz ehrlich, das kann er wirklich. Das wird er schlafen kann dann auch. Nehmen wir mal und wir schicken ihn, damit Matthew. Guck mal, sie ist nur ein bisschen schmutzig. Aber sie hat doch gerade geduscht, oder? Ja. Nee, er hat geduscht. Andrew hat geduscht. Na, komm, dann nehmen wir die beiden mit. Dann können die auch mal rausgehen, gehen zur Kirche. Ja. Und vielleicht noch Wasser bisschen. Erforderlich. Ach, guck mal, die können gar nicht raus, weil sie kein Wasser haben. Es ist nicht genug Wasser, um auf die Expedition zu gehen. Sammle mehr Wasser. Ja, wie sammle ich denn Wasser? Woher denn? Wie denn? Kannst du mal auf die Wasserfilter oben klicken? Oder auf die Regendings? Ob man da oben, weißt du? Oben am da. Da. Ob man da irgendwas... Das passt, wenn wir den reparieren. Aber... Weil, also ich meine, weiß ja nicht, wie oft es da regnet, aber es kann ja auch mal einfach eine Woche nicht regnen. Und was macht man dann? Ja, sterben. Sterben, ja. Das ist natürlich sehr befriedigend. Ich bin mir nicht sicher, wie gut das Balancing hier tatsächlich funktioniert. Aber du wirst jetzt mal das Ding hier reparieren. Und so schön in deinen Arm zu kotzen. Ja, naja, dann soll er in den Arm, ist besser als... Das ist eine sie. Ja, sie. Das ist sie und Nancy. Die Tochter. Das ist Nancy, ja. Ich verwechsel die beiden immer. Die sehen sich sehr ähnlich. Da ist schon wieder dieser blöde Hirsch. Was will denn er da? Sie sieht ein bisschen deprimiert aus. Und da rennt der Hirsch gleich weg. Da, zu Recht. Ja, das kann jetzt ein paar Stündchen dauern.
Ja, was für ein spaßiger Abend. Aber Mama ist gleich ausgeschlafen. Juhu! Sie kann dann wenigstens auf Expedition gehen. Sie kann dann die Probleme lösen. Nein, wir haben ja kein Wasser. Immer noch kein Wasser. Es muss mal regnen. Da sind Wolken am Himmel. Warum regnet es denn nicht? Ich habe so das unbestimmte Gefühl, dass die Familie das nicht lange macht. Nee, aber sie haben immerhin schon vier Tage überlebt. Ja? Ja, vor allen Dingen, dass sie sich nicht zusammenreißen können. So. Leichter Sandsturm an der Oberfläche. Großartig. Wir brauchen einen richtigen Sturm. Leb wohl, Nancy. Ja. Bye, bye. So, der nächste kann schlafen. Egal, sie hat eh eine Lebensmittelvergiftung. Ja, wer wollte denn schlafen? Na, der Sohn will schlafen. Der Vater, also die wollen alle schlafen. Die wollen alle schlafen, du. Ist Schlafen das Einzige, was wir machen können, ohne... Wasser zu brauchen? Ja. Ja, okay. Warum können wir denn die Toilette nicht ausleeren? Was ist denn ihr Problem jetzt? Ihr Problem ist, dass sie stirbt vermutlich, weil sie nicht geduscht hat. Ja. Also ich finde, ich muss doch ganz ehrlich sagen, ich finde das Problem mit der Dusche tatsächlich... Und der Wasserverbrauch ist gefährlich klein. Nein! 0 von 30. Ja. Tja. Aber wir haben immerhin 3 Tage überlebt. Aber ich meine, willst du mich verarschen? Es kann nicht sein, dass die jetzt einmal duschen in dem festen Wissen, dass danach ihr komplettes Wasser alles. Wie kann sie denn? Wenn wir ihr das gesagt haben, haben wir in der Kiste Wasser gefunden? Nee, ne? Wie kann sie denn? Nee. Achso. Hatten wir hier Wasser drin? Nee, ist kein Wasser drin. Können sie Benzin trinken? Eimer, ein nützliches Material für die Fertigung wasserdichter Objekte. Wir können ja kein Wasser, also wir können ja nicht rausgehen. Aber können Sie Benzin trinken? Das ist nicht so gesund, Nick. Das ich ist glaube, nicht so gesund. Das... Obwohl, wir könnten damit unsere Anzahl dezimieren. Ja, aber Laura, die Ressourcen sozusagen verbessern, ist auch ausgegangen, macht nur Sinn, indem man, wenn man Ressourcen hat, die man besser verteilen kann auf weniger Leute. Wir haben ja nichts. Ah, guck mal, Tag 4. Tag 4. Ey, 4 Tage. Guck mal, ich kann sogar vor... Wir sind so awesome. Die haben Durst. Er ist erschöpft. Ich sterbe. Der Sohn pinkelt doch jetzt gleich in den Schlafsack. Ich sehe das doch. Jemand ist an der Tür. Oh Gott. Okay, ja, mach doch mal Stopp. Mach doch mal Stopp. Ja, okay, aber Tür. Jetzt lass dich nicht ablenken. Oh Gott, wer ist das? Ja. Jetzt stehen die da nebeneinander oder was? Das ist der Pedo-Opa. Das ist der Pedo-Opa. Klick dir mal an. Vielleicht machst du irgendwie Mach die Tür zu. Ja, Nancy ist gerade im Weg. Nein, jetzt geht er wieder. Och, Nick. Oh, Nancy. Muss doch ein schneller sein. Warum geht er jetzt wieder? Weil du ihn nicht reingelassen hast. Weil du ja noch eine Stunde vorgespult hast. Der Joffrey. Wahrscheinlich steht er da nur eine Stunde. Das ist Joffrey. Ja, der will uns aber auch. Wer den wollen wir nicht. Ja, aber wir haben jetzt wieder Wasser. Jetzt ist alles gut, Nick. Komm jetzt. Ja. Rein, alle drin hier. Aber hier geht keiner rein. Doch, die wollen. Er will eine Dusche. Sie. Also ich wäre dafür, das Erste, was wir machen werden, trinken. Weil die alles schon ja, die Durst sollen haben. Mal was trinken, genau. Und jetzt weiß ich noch nicht, warum wir den Eimer nicht leeren können, so richtig, ne? Also, weil wir dafür Wasser brauchen. Ach so. Um ihn auszuwaschen, denke ich mal. Ja gut, dann sollten wir jetzt alles machen, solange es regnet. Weil sie wir wahrscheinlich... kotzt hier alles voll, ist ja widerlich. So, dann soll jetzt mal jemand den Eimer leeren. Sie hat da vorne auch schon 2 Mal hingereiert. Ja, na, die ist auch, hat auch eine Lebensmittelvergiftung, ich meine. Ja, aber sie isst ja nichts. Doch, vorhin hat sie eine Dose gegessen. Aber weiß jetzt nicht, was es war für eine Dose. Ne? So, jetzt müssen sie eigentlich nur noch duschen, schlafen. Das ist ja schon mal... Dann vielleicht den Eimer ausleeren, damit das machen wir gerade, das macht nicht gerade. So, jetzt sollten wir das auf jeden Fall alles machen, solange es noch regnet, weil in der Zeit haben wir unendlich Wasser. Und vielleicht können wir auch den Wassereimer aufrüsten, dass wir mehr Wasser speichern können. Wir könnten auf jeden Fall... Kannst du mal auf den Eimer klicken? Da kannst du, glaube ich, auch aufrüsten. Aber... Klick doch mal... Na, oh. Nein, den konnten wir nicht, nur... wir könnten das hier aufrüsten. Das können wir uns nicht leisten. Nee, das können wir nicht leisten. Wir haben Stufe 2, doch, die können wir uns leisten. Doch, na dann nimm die doch mal. Wer rüstet das jetzt auf? Ich weiß nicht, der Hund. Nee, er, nein. Sobald er auf Klo war. Nein, sobald er den Eimer ausgeleert hat. Nein, den hat er schon ausgeleert. Achso. Jetzt ist er gerade am Pinkeln. Das sieht man nicht so, es gibt keine Animation dafür, aber das ist in Ordnung. Ja. So, ihr ist die Einzige, der es gut geht, ne? Ja, dann schick sie doch mal raus. Ja. Wir brauchen mehr Zeug. Ja, schon, wir haben jetzt auf Wasser. Sie kann ja auch mal eine Runde alleine kurz laufen draußen. Ja. Oh, ist das spannend. Ich frage mich, wie lange die noch überleben, ey. Ja, so, was ist gerade? Kirche? Achso, ich muss da drüber auf Expedition. So, genau. Nehmen wir sie mit. Ja. Reicht ja sie alleine, war... oder? Ja. Dann vielleicht zur Kirche und vielleicht noch so ein paar Meter weiter. Ja, vielleicht. Also wir müssen ja die Umgebung erkunden. Er macht doch sowas da. Ja, lass sie doch da so, genau. Ja, so einen kleinen Rund, damit wir so ein bisschen einen Überblick kriegen, was da ist. Genau. Dann vielleicht... Eine Gasmaske sollst du auf jeden Fall wieder mitnehmen. Die verbrauchen sie aber, ne? Also müssen wir aufpassen. Also reicht eine vermutlich. Eine reicht völlig. Achso, ausrüsten. Und ich gebe ihr auch wieder noch Rohr mit, ne? Ja. Ja.
Das reicht dann auch erstmal, glaube ich. Gruppe sein. Wir probieren das jetzt einfach mal so. Ja, genau, da sind wir sicher, 100%. Wo ist der Junge? Achso. Hat der jetzt aufgerüstet? Ach komm, Mann, das nervt mich. Ja, wenn der Falsche angewählt ist, dann... Warum will er jetzt wieder raus? Na, weil Nick ihn aus Versehen angewählt hatte. Ja. Es ist zum Mäusen. Weil für den Links- und Rechtsklick nicht so wirklich konsistent ist. Ja. So. So geduscht so. Hat. Oh, okay. Die Greier hat schon wieder in Objekt fertigen, Level 2. Kann man das wenigstens irgendwie aufwischen? Mittleres Regenfass. Mittleres Regenfass. Ja, das können wir sogar bauen. Na, mach das mal. Solange es noch regnet, vielleicht. Kann ich nicht. Wie kannst du nicht? Werkbank Stufe 2. Ist die noch nicht Stufe 2, die Werkbank? Nee, Werkstange frei. Level 1. Kann ich nur ein kleines dann bauen? Ein kleines ist mir jetzt auch egal. Noch ein zweites oder was? Daneben, ja. Ja, da ist doch noch Platz. Der Hund ist hungrig. Was sollen wir denn dem Hund jetzt Essen geben? Vor allem, hier ist überall hingekotzt, ne? Ein bisschen ja. Eklig. Da, guck mal, Radiosender. Hallo, ja, soll sich unbedingt da umsehen. Wir wollen wissen, was da ja. Los ist. So, sie will schlafen, dann kannst du doch mal schlafen lassen, ja, oder? Ja, genau. Ich schicke ihn erstmal kurz Essen. Genau, damit er auch eine Lebensmittelvergiftung hat. Und sie, damit sie nicht alleine kotzen muss. Richtig, das fühlt sich auch blöd an. Ob man da auch durchwischen kann in dem Laden? Bestimmt. Wir haben jemanden bei dieser Küche gefunden. Oh. Ich glaube, dass sie mit mir sprechen wollen. Ja, komm, sie soll mal... Ja. Rede. Ja, was soll da schon passieren? Sie hat immerhin ein Rohr dabei. Genau. Oh, was passiert jetzt? Wir springen zur Küche. Da gucken wir... Oh, ist das ein Kampf? Weiß nicht. Ja, das ist ein Kampf. Wir haben Gott sei Dank... Sie geben mir Signale. Ich glaube, sie wollen mit mir reden. Ja, sie wollen dich umbringen. Was haben wir denn hier? Ah, gut, dass wir Was ist das für ein jämmerliches Stück Dreck? Oh, wie sogar bald. Wenn ich bin, werden die Ärzte deinen Arsch Deborah. Für deinen Mund halten, weil sie da deine Zähne finden, Schätzchen. Ach, Deborah ist... Kämpfen wir? Kämpfe. Ja, schlag Deborah sie. In der Hand. Ja, komm. Die hat nur ein Holz. Was soll passieren? Oh, sie kann uns auf den Kopf hauen. Mehrfach. Hau zurück. Wie oft haut, kann ich selber hauen? Nee, oder? Ich weiß nicht. Da, Attack. Jetzt bist du dran. Kill, unbedingt Kill. Wir wollen sie umbringen. Und Nahkampf, wir haben keine Fernkampfwaffe. Oh, wir sollten fliehen. Wir sollten fliehen. Wir sollten definitiv fliehen. Das Rohr macht überhaupt keinen Schaden. Wir können wir noch fliehen? Dumm. Bitte lass uns ja, fliehen können. Ja, ich glaube ja. Ups. Wieso? Deborah ist deutlich stärker. Escape, ja, komm. Warum? Tschüss. Macht denn das Rohr keinen Schaden? Es ist halt einfach nur ein scheiß Rohr. Nein! Sie tötet uns. Ich glaube, Mama stirbt. Oh. Nancy, Andrew... Ich glaube, Mama stirbt. Tut mir leid. Wir haben den Fehler gemacht, sie kämpfen zu lassen. Ja, sie ist entkommen. Oh Gott sei Dank. Und sie hat nichts gekriegt dadurch. Nee, wenigstens auch kein Trauma. Ja. Obwohl sie mehrfach mit dem Holzstock auf den Kopf gehauen bekommen hat. Aber wie kann denn der Holzstock mehr Schaden machen als ein Stahlrohr? Naja, vielleicht weil sie einfach so unfassbar schwächlich ist. Okay, das war nur mäßig. Also kämpfen machen wir das nächste Mal, wenn wir eine Waffe irgendwie gecraftet kämpfen haben. Kämpfen machen wir das nächste Mal mit dem Vater. Und mit einer Waffe. Also wir können ja bestimmt irgendwie eine Waffe craften, also irgendwie einen Knüppel oder... Ich bin dafür, lass den Vater was essen, schick ihn raus. Der soll die Deborah mal klein hauen. Ja, das ist vielleicht besser. Ja, aber der muss... Aber vielleicht lieber auch in einer größeren Gruppe, vielleicht schicken wir da mal zwei Leute. Ja. Also, der muss auch immer duschen. Ist das fast schon kaputt, ne? Ja, den müssen wir mal reparieren. Füllen sich jetzt beide Fässer, die Wasserfässer, ja, ne? Der müsste jetzt... Ah, 42 guck mal. Von 50? Ich dachte, da passt nicht so viel rein. Doch, das ist... Achso, das rechnet da zusammen, ja. Ja. Okay. Ja. Das ist doch cool. Dann sind wir schon mal ein bisschen weiter hier, was das angeht. Dann ja. Würde ich sagen, ist es jetzt Zeit für eine kleine Pause, oder? Ja, würde ich auch sagen. Dann sehen wir uns in Folge 3 von Sheltered wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.